Idee zum Projekt, die hatte ich genau vor 3 Jahren beim Besuch der Streisel-Hochzeit in Seebach im Elsass. Die stellen da mit lebenden Bildern die historische Bauernhochzeit nach. Mit vielen, vielen Requisiten, mit vielen Details. Und ich war so begeistert von der Idee, dass ich so dachte, das ist eigentlich ein guter Zugang, um biblische Geschichten zu erzählen. Und ja, habe dann mit unserem Arbeitskreis Familie, der schon mehrere Großprojekte auch organisiert hat, versucht zu gewinnen. Dann sind wir gemeinsam ja danach nochmal hin. Dann kam diese Idee, das ökumenisch zu veranstalten. Da sind ja die Kontakte zu der protestantischen Schwesterngemeinde entstanden und da ist der Funke auch übergesprungen. Es war jetzt vor fast einem Jahr, 3. Juli letzten Jahres, saß Thomas Bauer bei mir im Pfarramt und erzählte mir erstmals von dieser sehr außerordentlichen Idee, lebende Bilder zu biblischen Geschichten zu stellen. Eine Idee, die mich persönlich von Anfang an sehr faszinierte, die ich auch eine große Herausforderung fand, aber die ich sehr inspirierend fand. Wir brachten es dann bei uns ins Presbyterium rein und die Mitglieder im Presbyterium waren von der Idee anfänglich auch sehr angetan. Und so ging es dann seinen Lauf, dass dann im September erstmals die Arbeitsgruppe Organisation zusammenkam und ihre Arbeit dann offiziell begann. Sehr schnell entwickelten sich die anderen Arbeitsgruppen. Darstellende fanden sich dann Ende letzten Jahres zu den ersten Bildern. Wir haben ca. 138 Darsteller, die von ganz klein, unser Jüngster ist 4 Wochen alt, unser ältester Darsteller ist 82 und dazwischen haben wir so alles. Also 138 Leute, die die Bilder stellen, plus die Leute, die die Gruppen begleiten, die die Führungen leiten, plus die Leute, die im Bistro helfen und im Hintergrund wirken, sich um Technik kümmern, um Öffentlichkeitsarbeit. Es sind viele Westheimer beteiligt, es sind sehr viele Lingenfelder beteiligt, aber es sind auch zum Teil Leute aus den umliegenden Orten dabei. Die katholische Projektpfarrei, da gehört ja auch Schwegenheim dazu. Das heißt, man hat ca. 200 Leute, die fest mit organisieren, die fest mit vor und hinter den Kulissen arbeiten. Ich habe ihm im Voraus hier schon gesagt, Sie dürfen, wenn Sie was brauchen, ins Haus neu bei uns. Sie können auf die Toilette gehen, wir haben mehrere, da ist keine Not dran. Und wenn Sie irgendein Anliegen haben, dass Sie was brauchen oder noch was zur Dekoration oder was. Und wir haben ja den Platz und wir stehen dann gern zur Verfügung. Also das war für uns keine irgendwie Belastung oder so, das ist eben selbstverständlich. Also ein Ziel von mehreren ist ja, dass wir Menschen mit unserer Botschaft erreichen, dass wir Menschen einladen, auf diese Weise sich diesen biblischen Geschichten zu nähern. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir schon ganz viel erreicht haben. Also alle, die jetzt so intensive Weise sich mit den Geschichten schon beschäftigen, in der Rolle der Aktiven, ich glaube, die werden wahrscheinlich nie vergessen, welche Geschichte sie gespielt haben und um was es da ging. Und ein zweites Ziel ist natürlich darüber hinaus, ist die ganze Gruppe der Besucher und Besucherinnen. Und was mir jetzt einfach Mut macht, dass uns das auch gelingen kann, ist jetzt, dass Leute, die bei der Generalprobe dabei waren, die bisher noch überhaupt nichts mitgekriegt haben, in keiner Gruppe dabei waren, uns jetzt erzählen, das hat uns berührt. Gestern hat mir jemand mit Tränen in den Augen davon erzählt, wo ich gedacht habe, das ist uns gelungen oder das gelingt. Menschen zu berühren, sodass sie sich wirklich darauf einlassen, auf diese Geschichten. Das ist so eins unserer größten Ziele. Ja? Und was daraus wird, das ist wie im Prinzip wie in seinem letzten Bild vom Gleichnis des Sämanns, auf was für ein Grund das fällt bei jedem. Und was daraus wird, das wird sehr unterschiedlich sein. Das Anschauen der lebenden Bilder läuft bei uns über organisierte Führungen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, um A, den Darstellenden es zu ermöglichen, die ja nicht den ganzen Vormittag rund um die Uhr ihre Bilder stellen können. Es wird Führungen geben, samstags vormittags, samstags nachmittags und sonntags nachmittags. Diese Führungen finden jeweils in einem Halbstundenabstand statt. Und die Obergrenze derer, die an einer Führung teilnehmen können, liegt bei 40 Personen. Und
Diese Führungen werden von einem Mitglied begleitet, die dann in die verschiedenen Bilder etwas einführen und die Gruppen dann durch den ganzen Ort führen. Der Start ist beim Bürgerhaus Westheim. Dort sind auch ausreichend Parkmöglichkeiten für die, die von außerhalb anreisen. Und die Führung geht so etwa über einen knappen 1,5 Kilometer, dauert vermutlich 90 Minuten. Und im Anschluss an die Führung besteht dann auch die Möglichkeit, im Bürgerhaus sich nochmal zusammenzusetzen, zum Austausch, sich ein bisschen was zu Erfrischendes zu sich zu nehmen und einfach dann diesen Vormittag oder Nachmittag auch im gemeinsamen Gespräch Austausch ausklingen zu lassen. Anmeldungen können an die beiden Pfarrämter gegeben werden oder an unsere Website einaugenblick-westheim.de. Dort ist eine Anmeldemaske, wo man auch seinen Wunschtermin angeben kann, einen Alternativwunschtermin, und das wird dann auch sehr zügig bearbeitet.